Hallo und herzlich willkommen zu Sophias Pinke Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch solche tollen Einhorn-Kelloggs zu Hause macht. Aber wir pimpen unsere noch ein bisschen. Wir nehmen nämlich keine normale Milch, sondern wir nehmen pinkfarbene Milch. Lass uns anfangen. Ich habe hier so ein Schälchen vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich hier einen tollen pinken Zuckerrand dran. Das seht ihr in meinen anderen Videos, zum Beispiel in dem Fall das pinke Getränk. Hierzu findet ihr den Link in der Beschreibung oder ganz am Ende dieses Videos seht ihr eine Verlinkung, wo ihr einfach nur draufklicken müsst. Ist ganz leicht gemacht. So, dann lasst uns mal anfangen. Ich habe hier solche Einhorn-Kelloggs gekauft. Ja, und die wollen wir einfach mal heute zaubern, dieses tolle Einhorn. Hier seht ihr noch die Verpackung. Jetzt nehmen wir unsere tolle Milch. Und füllen die hier ein. Haben wir jetzt richtig tolle Einhorn-Kelloggs. Mit nicht einfacher Milch, sondern nein, pinkfarbener Milch. Sieht das nicht direkt viel appetitlicher aus? In Zukunft wollen wir noch mehr solche pinken Sachen machen. Deswegen lasst ein Gefällt mir da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sophias Pinke Welt mit Sophia. Tschüss!